Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben einen Grund zu feiern. Wir feiern die 1000 Abonnenten. Ich kann es immer noch nicht glauben, egal wo ich war, egal wer mich was gefragt hat in letzter Zeit, so, was möchtest du erreichen noch im Leben? Und ich habe immer gesagt, 1000 Abonnenten auf meinem Pokémon Go Kanal. Und als ich den Kanal gemacht habe, habe ich gedacht, wer weiß, ob das gut geht, ob das was wird? Nein! Wieso schmeißt er denn jetzt schon wieder das Ding um? Adi, was alles kaputt? So, nach dieser kurzen Unterbrechung geht's weiter. Also als ich angefangen habe mit dem Kanal, habe ich wirklich gedacht, okay, dir macht das Spaß, du machst das gerne, du hast eigentlich viel zu zeigen, du kommst viel rum, du erlebst viel, wieso? Macht ihr mir schon ein zweites Mal einen Strich durch die Rechnung? Erst wirft er hier die Lampe um, dann schmeißt er die Kamera runter, also... Als ob er das mit Absicht macht. Dabei habe ich ja gar nichts zu essen stehen, wie sonst immer. Aber egal, als ich mit dem Kanal angefangen habe, habe ich gedacht, okay, sowas Kleines hin und her und du hast was zu zeigen und dir macht das Spaß und du willst das alles festhalten, auch für mich selber so oder für Leute, die das auch interessiert, die einen da verfolgen wollen, auf der Reise, die man antritt, habe mich dann weitergemacht, Film-Reviews, weil ich ja so gerne ins Kino gehe, meine Meinung auch zu den Filmen abgeben möchte, sagen, wie mir das gefallen hat, was ich gut fand, was ich nicht gut fand, Essens-Reviews natürlich, also Ramses Kitchen, dieses Format, was ich da eingebürgert hat, fand ich auch richtig genial. Auch die Musikvideos natürlich von meinem Hauptkanal. Ich habe ja sonst eigentlich immer nur Musikvideos gemacht, maskiert, vermummt, dass einen keiner erkannt hat. Habe ich dann ein bisschen umgelagert, auch hier öfters mal ein Musikvideo rausgehauen als Abo-Special oder so. Die Zeit mit dem Dicken, mit dem Iswo, wo wir auch lustige Challenges mal gemacht haben. Oder die auf die Dicken Touren, wo ich zu ihm gefahren bin. Die Zeit bei ihm dort in der Stadt, in der Umgebung, alles. Dann hatte ich mal vor, nach Griechenland zu fahren. Das hat dann leider nicht mehr geklappt. Das wurde gecancelt alles. Habe ich mir extra noch einen Laptop gekauft für unterwegs. Wollte in Griechenland da Pokémon spielen, alles. Also es wäre auf jeden Fall richtig lustig gewesen und interessant. Man weiß nicht, wohin die Reise noch geht. Aber nach 1000 Abonnenten ist man natürlich gehypt und hat natürlich Bock, weiterzumachen und zu gucken, wo man noch ankommt, wo es einen noch hin verschlägt. Und deswegen habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht, was gar nicht so besonders ist. Einfach nur, jeder versucht immer, sich selbst zu übertreffen und eine Sendung nach der anderen zu machen. Das 100 Abo Special, 200, 500, 1000. Jedes Special muss besser sein als das davor, aufwendiger, größer. Aber der Ramses, der ist ja bescheiden und möchte einfach nur im kleinen, gediegenen Kreis mit seinen 1000 Abonnenten feiern. Deshalb bin ich los und habe mir gedacht, was kann ich mit der 1000 machen, wenn ich beim 500 Abo Special 500 Dosen Bier gekauft habe, an dem ich immer noch zu trinken habe, weil der Iswo ja nicht mehr da ist und ich das immer zu alleine trinken muss. Also habe ich gedacht, okay, was machst du dann? 1000 Dosen Bier? Niemals! Das wäre so schwachsinnig. Was willst du sonst machen? 1000 Pfeffi-Shots trinken, dann bist du tot. 100 Pfeffi-Shots, dann bist du auch tot. Du bist eigentlich immer tot, Ramses. Also mach was anderes, was mit Pokémon zu tun hat. Was gibt's mit 1000? Keine Ahnung. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Aber ich fand die Idee trotzdem lustig, trotzdem sinnvoll. Ich habe für euch nämlich 1000 Pokebälle gesammelt. Wie ihr hier sehen könnt. Ja, ich weiß, das ist nichts Besonderes. Pokebälle, wenn man jetzt einen Stop dreht und kriegt gleich 10 hinterhergeworfen, ist das eigentlich relativ einfach, da 1000 Stück zu sammeln. Deshalb habe ich gedacht, das ist ein Scherz, denn ich bin los und habe was anderes gemacht. Ich habe nämlich 1000 Superbälle für euch gesammelt. Gut, das ist immer noch nicht beeindruckend, ich weiß. Weil das zweithäufigste sind natürlich Superbälle, die ihr auch hinterhergeschmissen bekommt oder sonst was. Und was ist denn das Seltenste im Spiel? Was ist die Ressource, die die Leute immer sammeln wollen, gerade für Community Days oder alles Mögliche? Das sind doch die Hyperbälle. Diese gelben, gelb-schwarzen Dinger da, die einfach die beste Fangquote mit haben. Deswegen bin ich los, habe mir die Mühe gemacht, habe meinen Beutelinhalt strapaziert, meine Nerven strapaziert und habe ewig gebraucht jetzt, aber habe für euch extra 1000 Hyperbälle gesammelt.
Und ich habe sowas ähnliches schon mal, weil der Ispo da so eine Aktion hatte. Und ich habe dann gesagt, was er kann mit Pokebällen, das kann ich mit Hyperbällen, wo wir da 1000, 1111 und 1234 gemacht haben. Er hatte halt normale Pokebälle, weil er die immer zum Klickern nimmt. Ich habe das dann mit Hyperbällen und habe ein Video gemacht. Verrückter Junge zerstört 666 Hyperbälle. Und da ist mir auch bewusst geworden, viele, die haben wirklich Mangel an Hyperbällen, generell an Bällen und sagen, oh mein Gott, ich wäre froh, wenn ich mal 200 Hyperbälle oder irgendwas hätte. Der Ramses aber, der hat sich hingesetzt und der hat jetzt erstmal 1111 Hyperbälle für euch gesammelt. Die wollen wir uns hier angucken in der App. Gehen wir mal auf die Items, scrollen mal runter. Und das sehen wir. Verdammt, wir sind bei 1151. Da müssen wir noch ein paar wegwerfen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt und mitgerechnet. 25 müssten wir noch. Nee, 25. 11. Noch 11 müssten wir. Damit wir genau auf die 1111 kommen. Und diese 1000. Wieso eigentlich 1111? Ja, die Zahl sieht gut aus. 1111 Hyperbälle. Aber wir machen mal noch 111 weg, damit wir genau die 1000 haben. So, das dauert ein bisschen natürlich. Und jetzt seht ihr das, das 1000 Abonnenten Special gefeiert mit 1000 Hyperbällen. Und jeder Hyperball in meinem Beutel steht für einen Abonnenten von euch. Und ich danke euch, dass wir den Weg bis hierher gemeistert haben. Und dass ihr meine Videos immer guckt, dass ihr mal liked, dass ihr mal kommentiert, sonst was, mir Feedback gebt. Hab schon coole Leute dadurch natürlich kennengelernt. Und jetzt möchte ich diese 1000 Hyperbälle, damit ich auch endlich wieder Platz in meinem Beutel habe, also Platz in meiner Box habe. Ne, Beutel ist schon richtig, Beutelerweiterung. Werde ich diese 1000 Hyperbälle für euch zerstören. Alle, die ich so mühsam eingesammelt habe in kleinster Handarbeit. Deshalb drücken wir hier mal drauf, lassen das jetzt durchlaufen zur Feier des Tages. So seht ihr, so sind meine Abonnenten ungefähr, meine Abozahlen immer in die Höhe gestiegen. Als ich so am Anfang so 20, 30, 40 hatte, habe ich mich dann gefreut, als die 100 erreicht waren. Da war ich schon richtig stolz drauf. Aber mittlerweile ist es ja das Zehnfache davon, 1000 Abonnenten. Und ihr seht, die 500 waren erreicht. Es ging immer, mit manchen Videos habe ich gleich 10 Abonnenten mit einmal gemacht. Die 600er Marke geknackt, die 700er Marke geknackt. Immer mal wieder ein Musikvideo als Dank zwischendurch veröffentlicht. Und am Ende sind wir jetzt angekommen. Gerade bei der 800 hat es ein bisschen gedauert, hat es ein bisschen gehabert. Die 900 kam dann auch relativ nah zeitlich. An der 1000 ist es fast gescheitert, aber jetzt sind wir da, jetzt sind wir angekommen mit 1000 Abonnenten, die ich jetzt alle wegwerf. Da kommt gar kein Geräusch. Ich dachte wenigstens, jetzt macht's Bing. Aber gut, ich habe ja keine Pokémon verschickt, dass es da irgendwie ein Geräusch macht. Ich habe jetzt einfach mal... Nein, ich habe keine Bälle mehr. Aber nicht, dass ich morgen 0 Abonnenten habe, weil die 1000 Abonnenten jetzt auch wieder weggehen. Das ist auf jeden Fall nur sinnbildlich dafür, für die Mühe und Not, die man hatte, auch diese 1000 Abonnenten zu sammeln. Wie ich Not hatte, diese 1000, wer ist das denn hier? Artig. Mühe und Not hatte, diese 1000 Abonnenten zu sammeln. Und ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr Vorschläge habt, wie die Reise weitergehen soll, was ihr sonst noch gerne sehen wollt, Themen, Videos, irgendwas, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich wirklich jede Frage, die im Kommentarbereich gestellt wird und gehe eigentlich auf jeden Kommentar ein. Gut, wer nur eine Aussage macht oder so, cooles Video, reicht manchmal auch ein Herzchen. Wer aber eine Frage hat, versuche ich die Fragen eigentlich wirklich immer zu beantworten. Wird natürlich mit der Zeit immer schwerer, je mehr Leute was schreiben und je mehr Leute da sind und das verfolgen. Und da muss man auch gucken zeitlich, dass das auch noch hinhaut. Aber auf jeden Fall, Adi ist am Start, der begleitet mich auf meiner Reise. Er macht schon wieder Unfug. Ich weiß zwar nicht, was er macht, aber irgendwas Unfugiges macht er auf jeden Fall. Jetzt will er gleich wieder angreifen, weil ich an meinem Arm rumkrabbel. Egal. Und, was wollte ich noch sagen?
Gut, ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Wahrscheinlich wollte ich auch gar nichts mehr sagen. Deswegen, ich werde sehen, dass ich so weitermache oder dass ich noch was besser mache, wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt und so. Vielen hat das ja auch gefallen, das neue Setting, dass das eben auch mit der Belichtung besser ist. Manchmal finde ich aber, die Belichtung ist zu sehr und leuchtet einfach zu extrem. Auf jeden Fall bei den Essensvideos kam das Essen aber besser zur Geltung, obwohl es manchmal auch einfach zu überlichtet war. Da, keine Ahnung. Es gibt immer was Besseres. Vielleicht hätte ich mir auch mal eine bessere Kamera besorgen sollen, aber viele sagen auch, nee, die Qualität reicht auch eigentlich. Ramses, lass das mal hin und her. Kauf dir mal lieber ein neues Leben oder so. Da muss man immer schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall noch recht herzlich für die 1000 Abonnenten. Hoffe, dass wir so weitermachen. Und wenn ich nicht so blöd wäre und wüsste, wie man Livestreams macht, würde ich vielleicht sogar auch mal einen Livestream machen bei irgendwelchen bestimmten Sachen oder so. Einfach mal mehr mit den Zuschauern agieren, reden, interagieren. Wie auch immer, sonst was, wenn ihr da Fragen habt, direkt im Chat, dass wir das zusammen machen oder auch mal ja, Meinungen über andere Dinge, über andere Leute, andere YouTuber, andere Videos, andere Themen, das alles mal so machen. Das soll ja eigentlich ein Privatkanal sein von mir als Person, soll ja eigentlich um mich gehen, um meine Persönlichkeit und ja, mich gerne da auch mit Leuten austauschen natürlich. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video war nicht ganz so langweilig, wie ich es gerade empfand. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.